Sonntag 8 Uhr. Die Kitties haben Hunger. Deswegen wird schon geschrien. Okay, ihr kriegt jetzt was. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hey Mira, wir haben Sonntag, warum stehst du um 8 Uhr auf? Beziehungsweise früher, du bist ja schon fertig. Ja, das frage ich mich auch. Also, ich sage euch mal zwei Dinge über mich, ja? Die ich hasse. Ich hasse früh aufstehen. Oh mein Gott. Ich meine, viele Leute hassen es, aber ich hasse es so richtig. Eher der Nachtmensch, ich bin da produktiv und so weiter. Ich hasse früh aufstehen. Und ich hasse es, ohne Frühstück rauszugehen und draußen zu essen. Draußen mein Frühstück einzunehmen, das hasse ich. Jenny wiederum, oh mein Gott, sie liebt das total. Wenn sie das jetzt sieht, da rollt sie bestimmt wieder mit den Augen. Ja, auf jeden Fall, sie liebt das sehr. Und deswegen gehen wir jetzt brunchen, aber es ist halt ein sehr früher Brunch. Fun Fact, ich habe früher in meiner Schulzeit, also Ende der Schulzeit, jahrelang sonntags gearbeitet. Das heißt, ich hatte eigentlich nie so einen richtigen Ausschlafsonntag wie so jedermann sozusagen. So habe ich mir übrigens mit diesem Minijob meinen Camcorder damals geleistet. Das habe ich ganz lang angespart, also über Jahre, weil das halt so ein Minijob ist nur. Und damals war alles so teuer, auch dieses Schnittprogramm damals, dieses Magix, oh mein Gott, das war so teuer. Und das habe ich mir gekauft und das waren die Anfänge von YouTube. Dank meines Sonntagsjobs sozusagen. Yes! Endlich raus. Es war so voll. Die Bahn war so voll gerade. Oh mein Gott. Okay, ich hab's überlebt. Hallo. Okay, ich bin gleich da. Es hat tatsächlich eine Stunde vor Brunchbeginn kam eine Mail rein und die haben abgesagt, aufgrund des Wetters, es regnet nämlich heute auch. Und ich dachte, die hätten irgendwas aufgestellt oder so, aber nein, die haben abgesagt, krass, gell. Aber jetzt war ich schon fertig und so und jetzt habe ich mit Jenny abgemacht, gehen wir einfach woanders hin. Egal, auf jeden Fall, jetzt gehe ich dahin, treffe mich jetzt mit Jenny. Hast du ja auch schon länger nicht mehr gesehen jetzt wieder. Ja. Oh Gott, ich bin gerade so froh, es war gerade so voll in der Bahn, das glaubt ihr nicht. Ich habe ja so ein bisschen, also das heißt ein bisschen, oh, das ist auch neu jetzt hier. Sieht doch süß aus. Es sollte doch eigentlich eine vegane Bäckerei kommen hier in dieser neuen Altstadt. Wo ist sie? Ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Sie ist noch nicht da. Auf jeden Fall, was machen die Leute so früh morgens, sonntags in der Bahn? Warum war sie so voll? Oh mein Gott. Und ich schenke mich dann mit so blöden Games ab. Aber es hilft. Es hilft. Von daher, mein Puls geht dann runter. Und man konzentriert sich nur auf so eine Sache. Deswegen, es hilft. Alle Leute gucken mich blöd an, weil ich mit euch spreche. Ich meine, hallo, ich spreche mit euch. Ist das blöd? Nein! Der läuft mit Shorts rum. Das ist eher fragwürdig. Ich sitze gerade einfach hier so. Ja, die Touris hier, die machen überall Fotos. Und ich war trotzdem angeschaut, weil ich mit der Kamera spreche. Ja, das ist es. Okay, wir sind jetzt da. Also Jenny sitzt da. Wir sind voll in Schwarz. Jenny kränkelt etwas. Das ist nicht schlimm. Schlimm. Ah, guck mal, wie geil das hier aussieht. So eine Fee. Wie so eine Fee. Schön hier, also das muss man schon sagen. Hübsch, hübsch. Und auch geil. Ich mag so dunkel, so diese Jewel Tones, ne? Jewel Tones mit dem Gold. Sehr geschmackvoll, muss ich schon sagen. Manila Mango. Okay, unsere Getränke sind schon mal da. Wir warten aber seit, weiß ich nicht, wie lang? Halbe Stunde? Eine Stunde. Eine Stunde, halbe Stunde. Eine Stunde fast. Okay, please, das Essen ist da. Bitte, bitte. Das sieht so gut aus. Alles vegan. Das vegane Frühstück für zwei ist das. Also alles mal zwei. Das sind keine Muscheln, sondern Marmelade und so. Das sieht so gut aus. Schiffchen, Pitaya-Schiffchen haben sie es genannt. Und das ist Jennys Favorite. Ja? Ist es das wirklich? Also ich mag es halt voll gerne. Mal probieren. Das ist geil. Deine Auster. Ja. Erledigt. Haben wir die Schiffchen. Die waren so super extrem reif. Voll lecker. Okay, bin wieder da. Nochmal ganz kurz zu dem Essen dort. Es sah geiler aus, als es ist, sag ich mal. Also die Location ist cool und sah voll gut aus da drin. Das Essen
sah auch besser aus als es ist. Also es war, sah sehr gut aus, gell? Also diese Schälchen voll gut. Es war auch sau lecker. Also das Obst war das Beste. Aber die Sache ist halt, das sind halt keine selbstgemachten Sachen, das ist, was ich meine. Also das ist so einfach Kühlschrank auf, Sachen geschnitten und draufgelegt, fertig. Und das ist das Ding, deswegen gehe ich nicht gerne draußen frühstücken, weil das kann man alles selber machen. Also es ist jetzt nichts Besonderes und dafür dann noch extra Geld auszugeben und noch extra hinzugehen. Ja, da lacht man froh. Aber ja, das ist es. Ist auch recht teuer dort, wo wir jetzt waren. Ich würde es nicht empfehlen, muss ich ehrlich sagen. Aber es sieht gut aus, ja, es ist Instagrammable sozusagen. Die Fotos sind auch schön geworden, aber es ist so... Dann am Ende nur der Obstsalat und Obstsalat. Für einen Obstsalat gehe ich nicht in ein Geschäft. Ich bin so, oh, mir ist so heiß, weil da war es dann doch so warm. Also ich bin schon ein bisschen dicker angezogen heute. Heute ist auch kalt, aber ich war zu dick angezogen. Übrigens wollte ich euch noch sagen, dass ich wieder neue Teile im Mädchenflohmarkt habe. Ich hatte das doch einmal ausprobiert, also das hatten sie mir einmal vorgestellt, mich eingeladen sozusagen. Da konnte ich meine, ja, einfach Klamotten, die ich nicht mehr anziehe, die aber viel zu schade sind, natürlich, um sie wegzuschmeißen, was ich gar nicht, sowieso nicht mache. Also außer sie sind kaputt jetzt, zerstört, ja. So, wobei, ich habe neulich, oh mein Gott, ich habe neulich genäht, ja. Und ich bin ganz stolz auf mich, weil das ist etwas, was ich null kann. Also wenn ich etwas nicht kann, dann ist es Nähen. Da falle ich sowas von weg von meiner Mutter. Die kann so gut nähen, die kann richtige Kostüme und Sachen nähen, was sie alles schon gemacht hat damals. So geil. Jedenfalls, ich kann es nicht und ich bin ganz stolz auf mich, weil ich neulich einen Rock, der war zwar nur direkt an der Naht gerissen, aber ich habe ihn repariert. Also ich konnte ihn wieder nähen und ich trage ihn jetzt wieder. Ich habe ganz viele Sachen noch von früher, wo ich einfach so shopping-süchtig war, wirklich, würde ich mal sagen. Wo ich zu viel gekauft habe, dass ich einfach jetzt nicht mehr trage. Ist auch nicht mehr die Art und Weise, wie ich einkaufe, beziehungsweise kaufe ich auch kaum noch ein, muss ich sagen. Und wenn, habt ihr mich ja schon oft reden hören, dass ich auch schaue, dass die Sachen zueinander passen. Ne? Also ich gucke mehr, dass die Dinge zu dem Rest meiner Garderobe passen, damit ich sie gut kombinieren kann. Also so als kleiner Tipp auch für euch, wie ihr einkaufen könnt, damit man nicht zu viele Leichen doch im Schrank hängen hat, die man gar nicht benutzt oder gar nicht trägt. Das ist einfach schade, das ist verschwenderisch, das ist schade. Genau, also ich achte, darauf achte ich besonders. Aber schaut es euch mal an, vielleicht sind da Teile dabei, die euch gefallen oder die ihr noch kanntet so von mir. Da sind wirklich Lieblingsteile auch von mir dabei, an die ihr euch bestimmt erinnert, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt. Und ja, mal sehen, was ihr so euch noch schnappen könnt. Weil auf Instagram habe ich das schon vorher mitgeteilt, da sind schon einige Sachen weg. Deswegen schaut euch mal rein. Weil Sonntag Sonntag bleibt. Scheißegal, ob ich draußen gegessen habe. Bam! Ich war wieder laufen. Übrigens, ich finde meine Kappe nicht mehr, mit der ich immer gelaufen bin. Ich finde sie einfach nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt die genommen, mit der ich mich eigentlich sonne. Aber ich brauche unbedingt eine Kappe. Jedenfalls. Ich gehe seit letzter Woche wieder laufen. Und mein Fazit also ist, es ist so schwer, da wieder reinzukommen. Ihr wisst es vielleicht, das ist so schwer. Erstens mal, okay, das Schwerste habe ich schon überwunden, den Schweinehund. Ja, ihr wisst, ich mache regelmäßig Sport, ja. Mein Yoga oder mein Trampolin oder auch so Hit, ne, so Fitness. Aber ich muss echt sagen, Laufen, also Joggen ist so, ich hasse es wirklich. Es ist nicht für mich, ich hasse es. Aber vier Dinge, warum Joggen doch gut ist, warum ich es deswegen trotzdem mache. Nummer eins, du bist an der frischen Luft. Also vorausgesetzt, man joggt draußen natürlich und das ist meine Voraussetzung. Es sieht so schön aus, es ist so wunderschön draußen und das zu sehen, wie unterschiedlich heute war, zum Beispiel nebelig, das sah so geil aus. Zweitens, es kostet nichts, es ist gratis. Drittens, es ist sehr effektiv. Also egal was du willst, fitter werden, schneller werden, mehr Ausdauer, abnehmen. Es ist sehr effektiv, es funktioniert, es geht schnell, man sieht schnell Ergebnisse, Erfolge. Viertens, du fühlst dich danach so richtig geil. Also nachdem du gelaufen bist, fühlst du dich richtig geil, so wie ich mich jetzt gerade fühle. Ich fühle mich gut. Und das sind die vier Gründe, warum ich das mache. Und ein kleiner Tipp, den ich euch noch geben will, weil auf Insta viele da auch so was zu gesagt haben, ob ich mal ein Video dazu mache. Ich will jetzt kein Spezielles dazu machen, weil ich bin jetzt kein Pro, aber deswegen vielleicht interessant für euch, weil vielleicht seid ihr auch keine Pros und euch geht es genauso und ihr struggelt auch damit, mit dem Kampf, mit dem ewigen Kampf, dass Sport Mord ist und Sport ätzend ist, aber am Ende des Tages ist es natürlich gut, ne? Jedenfalls kann ich euch sagen, das Wichtigste ist, vergleicht euch nicht mit anderen, das zählt in allen Lagen.
sowieso. Aber vergleicht euch nicht mit anderen, auch was Sport angeht. Wenn der eine 5 Kilometer rennen kann, der andere 10, schön für euch. Ich muss es nicht. Wisst ihr, was ich meine? Macht es in eurem Tempo und wie ihr euch gut fühlt. Dann könnt ihr dranbleiben erstens und dann macht es auch Spaß irgendwie. Wenn ihr euch, natürlich ist es gut, Ziele zu haben und irgendwie zu sagen, ich werde besser beim nächsten Mal. Aber euer Tempo, das ist so wichtig, weil wenn ihr euch diesen Druck macht und denkt, ihr müsst so sein wie andere, das funktioniert erstens nicht und zweitens fällt man dadurch zurück meistens, weil man dann sieht, es klappt nicht und dann habt ihr kein Erfolgserlebnis und seid einfach nur sauer auf euch, ja, unnötig. Deswegen... ich habe keine Zeitvorgabe und ich habe keine Kilometervorgabe. Ich mache das so, wie ich will, wie ich mich gut fühle. Momentan ist es sehr wenig. Mit sehr wenig bin ich schon zufrieden. Aber zum Beispiel heute war es nicht gut. War kein guter Tag. Aber wie sagt Jean-Claude Van Damme, selbst ein schlechtes Workout ist ein Workout. Ja, ist besser als keins gemacht zu haben. Von daher, mein Körper sieht ja jetzt nicht, dass es schlecht war. Ich war nicht so in Bestform und habe nicht jetzt... Wie letztes Mal war es zum Beispiel besser als dieses Mal, aber ich habe es gemacht und ich kam trotzdem ins Schwitzen. Ich war in der Natur, habe frische Luft geschnappt und das ist alles. Deswegen stresst euch nicht, das kann ich euch nur sagen. Genau, macht einfach weiter und dann wird alles gut. Und jetzt gibt's Essen. Also vielen Dank fürs Zusehen. Das war diese Woche. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.